Erstens habe ich gestern schon 2 Überstunden gemacht. Zweitens habe ich morgen einen Urlaubstag. Drittens habe ich schon heute die Arbeit von morgen erledigt. Und viertens, hallo alle zusammen. Wisst ihr, ich überlege gerade, wie ich meinem Chef erklären könnte, warum ich morgen nicht ins Büro kommen kann. Womit wir bei unserem heutigen Thema angelangt wären. Ordinalzahlen. Was ihr vorhin gehört habt, war eine Aufzählung. Also erstens, zweitens. Man verwendet diese Form der Ordinalzahlen, wenn man verschiedene Aussagen aneinanderreihen möchte. Zum Beispiel: Frage: Warum gehst du nicht mit uns spazieren? Ausrede, Begründung: Erstens ist es zu kalt. Zweitens bin ich ziemlich müde. Drittens habe ich ein wenig Kopfschmerzen. Und viertens muss ich noch meine Hausaufgaben machen. Solche Ausreden sind immer sehr beliebt. Obwohl man doch viel einfacher und ehrlicher sagen könnte: Ich habe keine Lust. Aber okay, es gibt auch andere Arten der Aufzählung, wie beispielsweise Anweisungen oder Arbeitslisten. Erstens: Einkaufen gehen. Zweitens: Wäsche waschen. Drittens: Bücher in die Bücherei zurückbringen. Viertens: Bankauszüge von der Bank holen. Fünftens: E-Mails beantworten. Und so weiter. Ich mache mir jeden Tag eine kleine To-Do-Liste, damit ich nichts vergesse und keine Zeit verliere. Denn jede Minute ist kostbar. Und daher verlieren wir jetzt auch keine Zeit. Übrigens, die gute Nachricht lautet: Bei dieser Art von Aufzählung ändert sich der Fall nicht. Anders ist es bei den folgenden Ordinalzahlen. Da freuen wir uns auf den Genitiv, den Dativ und den Akkusativ. Juhu! Der, die, das. Nominativ. Der erste Punkt der Tagesordnung ist besonders wichtig. Die erste Lektion war sehr einfach. Das erste Mal ist immer schwierig. Die Endung hängt aber auch vom Artikel ab, also ob es sich um einen bestimmten, unbestimmten oder keinen Artikel handelt. Aber keine Panik, wir bleiben einfach mal beim bestimmten Artikel und kommen gleich zum Genitiv. Genitiv, bestimmter Artikel. Die Haare des ersten Mannes sind schwarz, der Mann. Die Haare der zweiten Frau sind blond, die Frau. Die Haare des dritten Kindes sind braun, das Kind. Auch beim unbestimmten Artikel lauten die Endungen auf en. Aber ihr werdet dafür sicher im Internet ein paar Beispiele finden. Wie sieht die Sache beim Dativ aus? Ganz einfach. Dativ, bestimmter Artikel. Ich schenke dem ersten Mann ein Buch. Der Mann. Ich schenke der zweiten Frau eine Rose. Die Frau. Ich schenke dem dritten Kind einen Apfel. Das Kind. Wenn es sich beim Dativ um einen unbestimmten Artikel handelt, dann lauten die Endungen ebenfalls wieder auf en. Anders ist es allerdings beim Akkusativ. Da sehen wir uns jetzt kurz den bestimmten und den unbestimmten Artikel an. Akkusativ, bestimmter Artikel. Ich frage den ersten Mann nach dem Weg. Der Mann. Ich frage die zweite Frau nach dem Weg. Die Frau. Ich frage das dritte Kind nach dem Weg.
das Kind. Sorry für diese eigenartigen Sätze, aber in erster Linie geht es ja um die Grammatik. Und da möchte ich keine allzu schwierigen Beispiele verwenden. Aber lasst uns beim unbestimmten Artikel etwas realistischere Hauptworte verwenden. Also nicht nur Mann, Frau, Kind. Schüchtern warf er einen ersten Blick auf ihren Mund. Der Blick. Gib mir bitte eine zweite Chance. Die Chance. Wollen wir uns noch ein drittes Mal treffen? Das Mal. Nein, ich bin nicht verliebt, auch wenn diese Beispiele jetzt ein bisschen romantisch waren. Genug geträumt, weiter geht's. Wenn es kein Hauptwort, also Nomen, gibt, dann wird die Ordinalzahl groß geschrieben. Das passiert sehr häufig bei Wettkämpfen, wenn man die Sieger verkündet. Stefan wurde schon wieder Erster. Maximilian kam auch diesmal als Zweiter ins Ziel. Hans wurde nur Dritter. Und wenn es sich um weibliche Teilnehmerinnen handelt? Sabine wurde schon wieder Erste. Angelika kam auch diesmal als Zweite ins Ziel. Maria wurde nur Dritte. Aber manchmal hat man nicht so viel Glück und dann heißt es, Sonny wurde in diesem Jahr leider Letzte. Heul, Schlucht, da muss ich wohl ein bisschen mehr trainieren. Das gilt natürlich auch für euch, da ihr ja noch besser Deutsch lernen wollt. Okay, was wollte ich sagen? Ach ja, meistens werden Ordinalzahlen mit einem Punkt hinter der Zahl geschrieben. Aber sehen wir uns hierzu gleich ein paar Beispielsätze an. Ich wohne im 9. Bezirk. Warum willst du dir ausgerechnet am 10. Mai freinehmen? Er will nächste Woche seine 11. Fremdsprache lernen. Sie hat beim Marathon den 563. Platz erreicht. Wir werden zum 33. Mal an diesem Wettbewerb teilnehmen. Es ist toll, dass ihr jeden Tag zu Fuß in den 12. Stock geht. Sie feiern morgen den 99. Geburtstag ihres Vaters. 99 Jahre sind wirklich ein hohes Alter. Der ehemalige österreichische Kaiser Franz Josef I. wurde immerhin 86 Jahre alt. Ah, hier haben wir noch so eine Ordinalzahl. Bei gekrönten Häuptern, also Kaisern und Königen, findet man oft römische Ziffern. Kaiser Franz Josef I., König Heinrich VIII., Markgraf Leopold III., ja und auch Queen Elizabeth II., the Second, ist bereits über 90 Jahre alt. Habt ihr gewusst, dass es auf der italienischen Insel Sardinien sehr viele Menschen gibt, die über 100 Jahre alt sind? Vielleicht muss ich dort mal hinfahren. Aber natürlich erst, wenn ich für euch noch ein paar Deutschlektionen fertiggestellt habe. Devo imparare l'italiano per andare in Sardegna. Ich muss Italienisch lernen, damit ich nach Sardinien fahren kann. Ciao amici, tschüss Baba, liebe Grüße aus Wien.